Hallo und willkommen zurück zu One Piece Pirate Warriors 2. Und zwar sind wir noch bei Mission Kapitel 4, Episode 1. Blackbeards Affentäter. Wir haben hier Enel, Luki und Bruno anscheinend, die wir schlachten müssen. Boah, hau ab! Ich kann gar nichts mehr machen, ey. Jetzt aber, komm. Oh. So. Nope, sie werden Chopper nichts antun. Verdammt, Perona kriegt aufs Maul. Warte doch mir auf der? Da fuck. Nice, wie es aussieht, hilft uns Pater Romeo, ja? Oh, hau doch einfach ab. Okay, dann bin ich mir sicher, dass wir das Ganze hier gewinnen. Arbeite mit Bert zusammen, um Luki und Bruno zu besiegen. Ach, der ist da unten, der ist bei Leni gleich. Da würde ich mal sagen, unterstützt mir doch direkt. Ja, gut, ich kann mir gut vorstellen, warum er hilft. Na ja, gut, es geht gegen Blackbeard, da hilft er sicher gern. Wobei, ne, Blackbeard war ja auch mal. Ja, ist aber nicht mehr. Da kann ich diesen keine Sinn noch alle. Frankie! So, Luki wäre down. Jetzt zieht sich auch gleich zurück. Dreck, ich habe mein Ding verloren. Mein Style habe ich noch nicht ganz fertig machen können, aber egal, weil Bruno kriegt sowieso auf die Fresse. Bartholomew Bär in meiner Hinterhand, also der Kollege. Der macht mich schon weg. Komm, komm. Jetpistole. Oh, ich habe mein Ding mit meinem Hut kann ich auch. Egal, es gibt nochmal Red Hawk. Hau dich ab! Gatling! Erledigt. So. Der große Kollege hilft uns. Das kann doch nur gut sein. Alter, wieder abgeht. Chopper! Und Red Hawk! Hat sie nicht mal 1000 Leute im Ziel? Ja, der in den Himmel geflüchtet ist, das ist eh nicht. Der zieht sich vorübergehend zurück. Mach mal noch. Ihn und der ist wieder aufgetaucht. Ach, mein Gott, warum ist der ihn runtergeholt? Runtergeholt. Nein. Ah, jetzt kann ich über den Himmel abhauen. Jetzt gehört er mir. So lange rächen. Gib auf die Fresse hier. Wow! Eigentlich kann er mir doch gar nichts anhaben mit seinen Elektroattacken. Egal, weil er gehört das mir. Kann ich über den Himmel abhauen. Leiste Kloppen ist weg. Und nochmal, gum gum. Red Hawk. Schatz ist aufgetaucht. Warte mal, er ist in meiner Nähe. Das ist mir doch was wichtiger.
Ich hatte da vorne eh, kann ich mir eh mal zwei wieder aufladen. Oh, eine Goldmünze sogar. Nice. Ja. Elefantenpistole. Und Gum Gum. Red Hawk. Jetpistole. Und Riesen. Und Jetpistole. Tschüss! Und Sieg. Oh, das muss ja auffallen. Sagt die fast draufgegangen wäre. Sind es im Kreis drin. Haha, wenn die Black-Medaillanz besiegt. Was macht Edel bei denen? Der ist doch nicht mal Pirat, der sollte doch nicht mal auf dem Boden sein. Das macht so gar keinen Sinn. Das macht überhaupt keinen Sinn. Warum? Was macht Edel auf dem Boden? Hm, egal. バスロミュー、クマだ。いかに、そうだ。敵を追い払ってくれてたんだろ。ありがとうな。でも、なんで?何をしようと、俺の自由だ。だ、それ、グッド、アウトレイド。これも政府の命令か。今回は俺の個人的な意思で動いている。正確には、 最後の意志。ベレダ、ファク。人格を消失する前の最後の任務として。あ、そう。麦わらのルフィの保護をプログラムさせた。あ、そうや。え、何?人格を消失?詳しい事情を知る必要はない。とにかく、当面の間、俺はお前たちを守るということだ。 俺は守ってもらわなくても大丈夫だけど、一緒に戦ってくれんなら心強いよ。よろしくな。了解だ。それじゃ、ルフィも元気になったみたいだし。お、長いこと待たせちゃってごめん。出発しよう。Okay, wir haben jetzt ein neues Crewmitglied anscheinend, aber was ist mit den alten? Was ist Zorro? Mit Sanji? The fuck? To be continued, ja, das ist so. So, Level Up für Ruffy, yay! Und Ruffy Spezialangriff Gum Gum Elefanten Gatling kann jetzt eingesetzt werden. Yay! Ich freue mich gerade wie ein kleines Kind. Mein Grinsen ist so groß wie das von Ruffy gerade. Oh, nice. Und neue Münzen. Yay! Level auf Freak bei der Münze. Yay! Wachslevel. Yay! Und 870.000 Berry. Yay! Und du kannst jetzt Kuma, also Bär, also Bartholomäus Bär spielen, yay! Und die Episode läuft von Bär, selbst wie bei Rapper vorüber, yay! Und was soll's in der Galerie, yay! Und Gegenstand ist es Merichabettig, yay! Und Kraftwurzelangriff, einfach wenn ich Kreistaste halte, yay! Und speichern, oh, yay! Das ist nice! So, wie heißt die nächste Episode? Das sieht aus wie das Parati. Angriff der Schwertkämpfer. Hm. Wo wir gerade von Zorro geredet haben. Aber nachdem ja hier jetzt erstmal ich das ganze nächste Part machen werde und so Zeug gedönst, ja. Macht voll Sinn. Ja, gut, macht voll Sinn, als erstmal die beiden Movie-Dias kaufen. Sound ja, Steckbrief Ruffy, dann nehmen wir den kaufe ich mir. Der kostet nur 30.000. Vielleicht wenn man die auf einem bestimmten Level hat, die Charaktere, dann kann man auch die Steckbriefe kaufen. Egal, bei Ruffy's zweiter Special Move freut mich jetzt richtig. Das freut mich gerade wie ein kleines Kind. Yuki, Pazifista, Hania, Ball, Magellan, Shio, sowas sind die ganzen Charaktere, die man trifft. Kaufen noch ein paar Sound hier als eins, jawohl. Wieso alle kaufen? Also ich würde auf jeden Fall, wenn ich alles habe, kann ich euch einmal die Galerie zeigen. Hm.
ist noch ein Haufen Zeug. Ups, oder? Da verkaufen die Steckbriefe auch noch. Ich hätte das Geld ja gleich wieder drin. Nur so viel kostet es auch nicht. Filmgalerie, was haben wir jetzt alles für Filme? Da fehlen immer ein paar zwischendrin. Ich weiß aber nicht, wie ich die herkriege. Ach, vielleicht sind es von den Freunds-Episoden irgendwelche Filme. Auf jeden Fall haben wir da noch einen Haufen. Musik, Gear 2. Wer sieht's an? Klosar, das sind die... Ah, oh, warte mal, da könnte ich ja nicht wirklich noch was nachgucken. Und zwar... eine Sache. So, ach, das sind die Schwerter von Zorro. Baduichi Monchi, Yubashiri, Sadaki Tetsu und Tsuchui. Wobei Yubashiri hat er nicht mehr. Die Schwert wurde Zorro von einem Looktown übergeben, nachdem er seinen Mut und seine Stärken im Kampf gesehen hat. Allerdings ist das Schwert verrostet und wurde zerschlägt, leider. Blitzabswaffen. Dial, giftiger Hulk, das ist der von Crocodile. Obedick, das ist das Schiff von Whitebeard. Sonst gibt es eigentlich nichts besonderes. Charaktere, irgendwas Neues hier. Es fehlen nicht mehr so viele Charaktere zu sehen. Also fragt mich, wer noch in dem Spiel vorkommt. Wir haben hier kein Bild. Mein Name ist Timo Dom Spende. Boah, nee, komm. Dich brauche ich nicht. Son Gok, Shanks, Gold Roger, haben wir beide nicht gesehen. Also auf jeden Fall geht es dann in den nächsten, also das haben wir dann quasi was Neues in der Galerie haben, ne? Erstmal lädt das ganze unser Zeug Gedönsteil. Mich mal, also im nächsten Part geht es dann weiter mit Kapitel 3, Episode 2, Angriff der Schwertkämpfer. Bis zum nächsten Mal. Auf jeden Fall bedanke mich noch fürs Zuschauen. Gebt einen Daumen hoch geben. Wenn ihr nichts verpassen wollt, könnt ihr mal auf den Abonnier-Button drücken. Würde mich auch sehr darüber freuen. Bis dann.